Moin Moin, hier ist DF. Und Katharina. Es ist 7.15 Uhr, der 25.09.2021 und wir sind wieder auf Tour. Wohin geht's denn diesmal? Auf die Bretterspitze in der Hornbachkette. Und zwar über den Westgrat. Das ist eine leichte Kletterei im zweiten Grat. Aber warum eigentlich über den Westgrat? Weil in ganz vielen Berichten stand, dass das einer der schönsten Grate in den Allgäuer Alpen sein soll. Klingt gut. Und davor machen wir, wenn es zeitlich passt, noch einen kleinen Abstecher zur Gliegerkarspitze. Insgesamt wird unsere Tour so etwa 12 Kilometer lang sein, 1500 Meter im Aufstieg, 1500 Meter im Abstieg und die Bretterspitze ist 2609 Meter hoch. Bis dahin haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ihr habt es gesehen, der Weg, der schlängelt sich hier hoch, also haben wir keine Zeit zu verlieren. Auf geht's! Das erste Etappenziel ist das Kaufbeurer Haus. Das liegt so etwa auf 2000 Meter Höhe. Und aktuell sind wir etwa auf 1200 Meter. Mittlerweile sind wir auf gut 1600 Meter in den Latschen. Ich hebe euch mal ein bisschen hoch, da habt ihr definitiv eine bessere Aussicht. Wir sind jetzt auf 1845 Meter an der inzwischen fünften Bank unterwegs und hier sieht man unser Ziel. Das liegt direkt vor uns hier in der Bildmitte. Das hier ist die Bretterspitze, da kommen wir von rechts vom Westgrat und hier rechts ist die Gliegerkarspitze. Da gehen wir wahrscheinlich nur bis zum Vorgipfel, das ist diese kleine Spitze hier vorne. Und jetzt haben wir es auch gar nicht mehr weit bis zum Kaufbeurer Haus. Da vorne sieht man es schon. Fünf vor zehn. Jetzt sind wir auf 2000 Meter am Kaufbeurer Haus. Hier teilt sich jetzt der Weg. Wir gehen dann rechts hoch Richtung Bretterspitze. Falls ihr euch wundert, warum Katharina T-Shirt anhat und ich noch Jacke, ist ganz einfach, wir sind gerade eben erst in die Sonne gekommen. Hier ist es ziemlich warm, während es davor schnatterkalt war, das war Nordseite der Aufstieg. Und gleich kommen wir wieder in den Schatten. Bin gespannt, wer von uns beiden recht behält. Im Moment sie. So ein bisschen Mondlandschaft hier. Geht's wieder in den Schatten rein. Der Wind frischt schon etwas auf.
wird auch merklich kühler. Na, wird schon frisch? Christina, haben wir ein Halstuch an, das reicht. Das war klar. Sie markiert wäre die harte Sau. Da oben sieht man sogar schon das Gipfelkreuz der Bretterspitze. Links neben dem rechteckigen Klotz. Ist aber noch ein gutes Stückchen. Und der Weg, der schlängelt sich jetzt immer näher an die Wand heran. Ich navigiere heute übrigens mit Smartwatch. So sieht das dann aus. Und weil hier schon eine ganze Menge Gebrösel rumliegt und garantiert auch runterfliegt immer wieder, haben wir mal sicherheitshalber einen Deckel angezogen. Für alle Fälle. Auf etwa 2200 Meter Höhe teilt sich jetzt der Weg. Wenn wir hier geradeaus bzw. links weitergehen, hier ist es auch markiert. Mit einem U geht es zur Urbeleskar-Spitze. Das ist die da vorne. Und wir müssen uns jetzt hier rechts halten. Wir wollen darauf Richtung Westgrat. Das geht jetzt in diesem Geschottere nach oben. Was für ein genialer Ausblick schon von hier. Jetzt sind wir auf 2320 Meter. Hier gabelt sich der Weg erneut. Links nach oben geht's zum Normalweg auf die Bretterspitze. Wir müssen aber nach rechts, damit wir auf den Westgrat kommen. Der Einstieg ist übrigens auf 2500 Meter Höhe. Hier liegt sogar noch ganz ordentlich Schnee. Wahnsinn. Wir sind jetzt auf 2350 Meter und hier haben wir was Interessantes entdeckt. Hier geht es in so ein Loch runter. Und dahinter ist eine kleine Höhle. Das ist so gemütlich, da machen wir jetzt eine Übernachtung drin, oder? Nicht? Doch nicht? Katharina schaut gerade ein bisschen skeptisch. Moment, ich zeige euch das mal. Na, dann müssen wir weitergehen. Irgendwo hier in dieser Schuttwüste, wo aber immer wieder Steinmänner stehen, beziehungsweise Pfadspuren zu erkennen sind.2400 Meter Höhe. Das Gelände wird jetzt ein bisschen rauer und wir werden auch gleich die Stöcke weglegen.
Da vorne teilt sich jetzt der Weg. Da ist ein Stein mit einem W dran. Da geht's zur Wolleklis-Karspitze. Wir müssen links weiter, da wo Katharina sitzt. Ein Blick zurück. Das sieht man da drüben, wo der Normalweg entlang geht. Da ist ganz schön viel los. Wir kommen hier hoch. Und woran man erkennt, dass man richtig ist, das sind diese Verankerungen hier. Das sind Reste des alten Enzensperger Weges. Das ist der richtige Weg. Wo geht's weiter? Ah, da ist ein Steinmann. Und da hinten sieht man schon den nächsten Steinmann. So. Jetzt wird's wieder etwas flacher. Da bin ich gespannt. Okay, jetzt sieht man schon eine ganze Menge. Wir müssen nämlich hier auch wieder runter in diese Scharte. Hier beginnt der Westgrat rauf zur Bretterspitze. Und wir machen aber erstmal einen Abstecher zur Gliegerkarspitze. Und da oben sind auch schon ein paar Verankerungen. Da geht's hoch. Ich sehe gerade, hier geht es direkt runter in die Scharte. Das war zu weit. Kommando zurück. Und ihr wisst jetzt Bescheid, falls ihr das nachgeht. Jetzt sind wir schon fast ganz oben. Hier teilt sich der Weg nochmal. Rechts geht es schwierig zum Hauptgipfel der Gliegerkarspitze und links geht es deutlich leichter auf einem kleinen Pfad zum Vorgipfel. Und auf dem steht dann auch das Gipfelkreuz. Ein bisschen weiter vorne habe ich auch schon ein paar Steinmänner entdeckt. Da sieht man sie gerade gegen den Himmel. Hier vorbeischieben. Ich weiß, ihr seht wahrscheinlich nicht viel. Ich zeige euch dann noch mal von oben. Also hier sind definitiv Steinmänner. Und wie versprochen, ein Blick zurück. Ja, das ist ein bisschen unangenehm da. Und jetzt wisst ihr auch, warum ihr in der Kamera nicht viel gesehen habt.
Die war nämlich an der rechten Schulter ganz nah am Fels. Ja, ab hier wird's wieder leichter. Jo, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir auf dem Vorgipfel von der Kliga-K-Spitze. Dürften sie etwa 2550 Meter sein, so Pi mal Daumen. Check. Ja, und der weitere Weg auf den Hauptgipfel ist ein brüchiger Zweier. Sicher machbar, braucht jetzt aber zu viel Zeit für uns, weil wir ja noch den Westgrat auf die Bretterspitze gehen wollen, das ja unser eigentliches Tagesziel ist. Hier drüben. Es ist 12.50 Uhr, wir haben jetzt ein bisschen Pause gemacht, haben uns gestärkt und jetzt geht's ans eigentliche Tagesziel. Zunächst mal müssen wir absteigen in die Scharte vor uns und da können wir direkt von hier absteigen. Die Querung von vorhin müssen wir nicht nehmen. Von da oben ging es jetzt runter. Und schaut mal hier. Ein Tritt zur Weizer Seite. Das hätte einen ordentlichen Freiflug gegeben. Wir sind jetzt auf ziemlich genau 2500 Meter in der Scharte, wo der Westgrat beginnt. Jetzt geht's los mit dem Abenteuer. Rein technisch ist das jetzt die anspruchsvollste Route, die wir dieses Jahr gehen. Es ist zwar nur ein Zweier, das heißt, mit anderen Worten, wir haben es dieses Jahr sehr ruhig angehen lassen. Stimmt, waren eher so Wanderungen. Es sind nur 100 Höhenmeter, die wir zurückzulegen haben. Und hier seht ihr jetzt im Detail, was uns erwartet. Auf dieser Gratschneide geht's nach oben. Sieht unspektakulär aus, werden wir noch feststellen. Die ersten Meter. Bisher geht's ja noch. Bisher sieht es jedenfalls noch ganz entspannt aus. Ich glaube, jetzt zieht es den Gang an. Ein Blick zurück. Ja, bis hier noch okay. Bisher geht es von der Steilheit noch.
Jetzt muss ich wohl doch runter. Der Weg wäre unten entlang gegangen. Hier oben ist es doch ein bisschen arg bröselig. Ich glaube, es ist sicherer, nach unten auf den Weg abzusteigen. Und dann geht's da hinten weiter. Sei vorsichtig. So, ich bin jetzt auf der Umgehung. Aber es ist nicht sehr schön. Der Fels ist extrem bröckelig, man hat nichts zu festhalten. Und ja, ihr seht, voller Gebrösel. Also das braucht schon sehr viel Feingefühl. So. Und der Fels, wo Katharina ist, der ist abdrängend, äußerst unangenehm. Na gut, sehr gut. Na dann mal weiter. Jetzt wird steiler, die Frage ist, wo lang? Direkt hoch oder rechts rüber? Direkt hoch, gut. So, dann gucken wir mal. Der Weg ist hier ein bisschen unklar. Wir gehen jetzt einfach mal frontal drauf los. Links sieht es nicht so schön aus. Direkt hoch. Bisschen überhängend. Auch nicht so toll. Rechts. Ja, das klappt. Hier ganz scharf rechts vorbei. Sorry, ihr seht jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel. Verflixt, mein Rucksack hängt fest. Zurück, dass ihr das bei Katharina sehen könnt. Ich hatte leider etwas Pech, mein Rucksack ist ganz blöd am Fels hängen geblieben. Bei ihr klappt das deutlich besser. Ja, wir arbeiten uns doch langsam vor. Ui, ein Turm direkt vor uns. Überklettern? Ja, nein? Gute Frage. Man sieht leider nicht, was dahinter ist. Wir umgehen das mal lieber rechts. Nicht, dass dahinter ein zu steiler Abbruch ist. Hier sieht es eh nach Trittspuren aus, also gehen wir mal hier lang. Unsere Umgehung. Noch ein Stück weiter rechts rum.
Hier wird es nur gerade etwas unangenehm schottrig rutschig. Ich sehe es. Und nun? Ich denke, hier direkt hoch ist es am besten. Ja, hier nach oben, das sieht machbar aus. Das ist zwar bloß ein Zweier, aber es fühlt sich deutlich schwieriger an, weil es hier nämlich brüchig ist. Okay, weiter links. Der sieht auch nicht besser aus. Hier liegt ein Stein direkt am Ende der Rinne. Der ist wackelig. Ja, hier geht's zurück zum Grat. Hier ist auch was, was ich als Steinmann interpretieren würde. Katharina hat sich natürlich besser angestellt. Die hat bei mir gesehen, dass mein Weg nicht gut war und ist eine andere Route lang. Manchmal kann man es ein bisschen optimieren. Ja. Wie auch immer, wir haben es geschafft. Steinmann, wir sind also definitiv richtig. Ich gucke hier mal nach unten. Alter! Ja, so sieht das hier aus. Ich würde sagen, da in dem Spalt hoch. Ja, das müsste gehen. Das sieht so einfach aus. Aber wenn man dann erstmal drin ist in der Route und das Adrenalin dazukommt, ist es gar nicht mehr so einfach. Ja, sehr gut.
aber eigentlich alles ganz gut. Ja. Was meinst du? Grat hoch, Seite? Grat hoch sieht besser aus, da ist weniger Schotter drauf. Ja. Ja, das ist das Schöne an solchen Touren, die nicht markiert sind. Man muss ein bisschen Spürnase haben. Das geht wirklich super. Ist auch nicht so steil, wie es von unten aus gesehen hat. Nur links ist es so steil. Hier wird es jetzt deutlich ausgesetzter. Jetzt haben wir wieder so ein kleines Rätsel, welchen Weg wir nehmen. Also ganz rechts ist es uns zu ausgesetzt. So halb rechts, da wird es überhängend, wenn wir dann weiter wollen, auch nichts. Ganz links ist es mir ebenfalls zu ausgesetzt und ebenfalls überhängend. Also so halb links, das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, passt. Das sieht gut aus. Sehr schön. Das geht. Das geht richtig gut. Da sind Stufen drin. Das geht viel leichter, als es von unten aussieht. Gar nicht so dramatisch. Ja, es geht hier auch weiter. Passt. Also, ich habe hier jetzt so einen Felsklotz vor mir. Umgehen kann ich den links nicht, drüber klettern sieht auch scheiße aus. Ganz rechts umgehen ist auch nichts, aber hier rüber, das sieht ganz gut aus. Ganz einfach allerdings auch nicht, weil ich mich erstmal hier rumwickeln muss. Ja, sollte gehen. Jetzt schaut euch mal die Aussicht von hier an. Vor allen Dingen jetzt. Jetzt schauen wir direkt auf dem Hochvogel. Auf dem waren wir kürzlich erst. Siehe Link, beziehungsweise in der Videobeschreibung findet ihr den Link auch nochmal. Und es ist gut, dass wir nur unsere kleinen Rucksäcke haben. Es wird teilweise ziemlich eng. Bauch einziehen.
ganz entspanntes Gehgelände. Fast wie Treppen hier. Du rennst da auch hoch. Aha, da ist das nächste Rätsel. Aber zuerst gibt's mal einen Rückblick und vor allem einen Tiefblick. Die Stelle schaut jetzt ein bisschen schwieriger aus. Man könnte sie vielleicht rechts umgehen, weiträumig. Aber wir sehen eine Chance, dass wir hier hoch können. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Du hast für die Füße hier nada, gar nichts. Also ich müsste es schaffen hier auf den Fall hier hoch, den Arm hoch. Ja, es ist nicht viel. Nee, dann lass es. Ich weiß nicht, wie gut der ist, ob der mich hält. Lass es. Also dieser Aufschwung hier, der ist mir definitiv zu riskant. Klar, das geht in der Kletterhalle mit Seil, null Problem. Aber das hier ist halt eine andere Geschichte. Ich habe hier was gefunden, wo ich mich vielleicht dran vorbeischleichen kann. Und das probiere ich jetzt mal aus. Sieht auch nicht schön aus. Nein, mache ich nicht. Mache ich nicht. Das geht, aber Risiko ist einfach zu groß. Wir sind hier nicht in der Kletterhalle. Und Katharina hat einen Alternativweg gefunden. Dann gehe ich den lang. So, erstmal wieder runter. Und dann geht's hier runter zu Katharina. So, ich bin jetzt hier weiter nach unten gegangen, werde die Sache jetzt auch umgehen und Katharina ist hier irgendwo hoch. Wo bist du hoch? Erst nach rechts? Okay, dann geht's auf dieser Rampe hoch. Gesehen? Ah ja, okay. Hey, da gut gemacht, Themenberg. Ab jetzt bleibt mal auf dem Grat, so wie es ausschaut. Den nächsten Zacken vielleicht leicht links umgehen. Thank you.
Nein. Katharina ist Bröselfreak. Ich nicht. Ich gehe direkt. Ob das so eine gute Idee war? Mist. Ganz oben drüber geht's doch nicht. Ein bisschen muss ich auch runter. Hui, jetzt müssen wir erstmal beratschlagen, würde ich sagen. Rechts haben wir uns entschieden, nicht zu gehen. Da ist ein sehr großer Block am Ende. Und ich denke, danach wird es auch sehr ausgesetzt. Wir gehen hier erstmal hoch und ziemlich gerade dann raus. Cool. Ich dran. Wie auch immer sie das gemacht hat, ich glaube, sie ist erstmal hier hoch. Ja. Okay. Das andere ist mir zu überhängend und du hast hier oben keine Griffe. Geil. Ich gehe mal darüber, da sieht es nach einer schönen Aussicht aus. Oh, ich sehe gerade, hier kann man auch gut weitergehen. Da kann man prima herum und wieder zurück zum Grat. An dieser Stelle lohnt auch ein Blick zurück, was wir schon geschafft haben. Ja, von hier oben schaut das gar nicht so leicht aus. Man sieht auch relativ gut, wie viel Schutt da oben drauf liegt und dass es ziemlich bröckelig ist. Alles in allem waren die Kletterstellen aber recht gut machbar. Und hier geht's jetzt weiter. We did it! Krass! Ein paar Meter haben wir noch. Und das Gipfelkreuz. Gleich haben wir es.
Ich würde sagen, das hier ist der höchste Punkt. Wir sind hier höher als das Gipfelkreuz. Deswegen... Check! Wir haben 14.06 Uhr. Wir sind auf 2609 Meter auf dem Gipfel der Bretterspitze. Und damit sind wir sogar ein bisschen höher als der Hochvogel da drüben. Der hat nämlich nur 2592 Meter. Was für ein Panorama. Das ist so krass. Es ist leider ein bisschen diesig heute, von der Fernsicht her nicht ganz so gut. Aber wir haben es schon schlimmer gehabt. Wangspitze! Ja, Wangspitze, ja, das ist... Ebenspitze! Das sind so die negativen Ereignisse. Wenn ihr euch wundert, was Katharina da macht, die lockt einen Geocache. Gipfel-Action mit DF. Ganz hübsch runter. Jetzt, wo wir es geschafft haben, erkläre ich euch, warum ich vorhin bei der Kletterstelle einen Rückzieher gemacht habe, zweimal, und dann doch den einfacheren Weg genommen habe, den auch Katharina gegangen ist. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn man ohne Seil unterwegs ist, dann hält man sich am besten an die 3-Punkt-Regel. Das heißt, es sind immer 3 Gliedmaßen am Fels, also 2 Arme, 1 Fuß oder 2 Füße, 1 Arm. Und in meinem Fall wäre es so gewesen, dass ich einen Klimmzug hätte machen müssen an einer Platte. Das heißt, die Füße wären gar nicht am Boden gewesen, wären schon mal nur noch 2 Punkte gewesen. Und noch dazu, wenn diese eine Platte ausgebrochen wäre, dann hätte ich 0 Punkte gehabt. Das wäre das Problem, weil es eine und dieselbe Platte war, an der ich mich nach oben gezogen hätte. Und bei der anderen Stelle, die ich als zweites versucht habe, da hätte ich einen Untergriff machen müssen in einem äußerst brüchigen Gestein. Da hätte ich mich mit vollem Gewicht reinlehnen müssen. Das sind Dinge, die müssen nicht unbedingt sein. In der Kletterhalle, wenn man gesichert ist, alles kein Problem. Aber so. Es ist 14.50 Uhr. Haben noch ein bisschen Pause gemacht. Haben wir uns verdient heute. Und jetzt geht's wieder zum Abstieg. Und zwar über den Normalweg. Es gibt wieder Markierungen. Außer Steinmännern. Nice. Oh. Du wirst deine Hände brauchen. Okay, ich verstehe es mit dem Springen. Gucken wir mal, dass wir das irgendwie so hinbringen. Erstmal hocken wir uns auf den Hosenboden und dann steigen wir hier langsam runter. Peinlichen Szenen müssen wieder festgehalten werden. Vielleicht waren die Stöcke doch noch ein bisschen zu früh. Nach kurzer Zeit wird es jetzt weniger felsig, dafür schottrig. Und spätestens ab hier machen dann die Stöcke auch Sinn. Und wir haben sie ein bisschen zu früh raus.
seit längerer Zeit mal wieder ein Schild. So, wo geht's überall lang? Bretterspitze, da kommen wir her. Kaufbeurer Haus klingt gut. Hinterhornbach klingt auch gut. Nehme ich. Jetzt sind wir in der Schwärzer Scharte auf 2500 Meter. Und direkt vor uns baut sich ein Riesenklotz auf, die Urbeles-Karspitze. Das sieht schon sehr beeindruckend aus, das Ding. Und sehr bröselig. Und immer im Blick das Kaufbeurer Haus. Das sieht schon stark aus. Wir haben eine Bombenlage. Alter Verwalter. Von hier aus sieht man auch den Weg, den wir hochgegangen sind zur Gliegerkarspitze. Das sieht eigentlich unmachbar aus von hier. Von diesem Absatz sind wir gestartet und dann ging es links hoch an diesem Kamm, diesem kleinen Grat. So. Und dann ging es rechts diesen Schotter dann weiter nach oben, dann wieder nach links, da wo diese Platten sind, da sind wir dann irgendwo links rüber gequert, oberhalb davon, und dann schließlich auf den Gipfel. Da geht der Weg jetzt weiter, wo man die zwei vor uns sieht, an dem Schneefeld vorbei und dann in dem Schotterkar direkt nach unten. Taugt leider alles nichts zum Abfahren. Sehr schade. Reicht leider nicht wirklich. Jetzt sind wir gleich unten an der Hütte, beziehungsweise kommen erstmal an die Abzweigung, wo wir heute früh waren. An der Stelle sind wir dann hier weiter. Also, weiter nach unten geht's für uns. Ab hier geht's den gleichen Weg nach unten, den wir auch aufgestiegen sind. Und darum melden wir uns erst wieder am Kaufbeurer Haus für ein kleines Fazit. Bis gleich. Wir sind jetzt wieder unten am Kaufbeurer Haus, sieht man im Hintergrund. Und jetzt machen wir noch ein kleines Fazit. Ich fange mal an, wenn ich darf. Ich mache es kurz. Ich fand den Aufstieg zur Gliegerkarspitze insgesamt schwerer als den Westgrat. Schon allein von den Höhenmetern her. Der Westgrat, der hatte ja nur 100 Höhenmeter. Es war also eigentlich ein recht kurzes Vergnügen. Das war der Nachteil. Ansonsten fand ich den Westgrat super, super toll. Hat wahnsinnig Spaß gemacht. Oh, und jetzt leite ich an dich weiter. Was meinst du? Es war einfach mal wieder schön, frei unterwegs zu sein, weglos, selber die Route suchen. Es war zwar nur kurz selbst die Route suchen, aber das war schon cool. Und von der Bretterspitze habt ihr eine Aussicht, die ist einfach phänomenal. Einfach traumhaft. Also wenn euch das nichts ausmacht, ein Zweier seilfrei zu klettern in ja, nicht ganz so festen Terrain, dann ist das definitiv eine gute Wahl. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Sie markiert wer die harte Sau. Irgendeiner muss es sein. Wie meint sie das jetzt?
Kennst du Miss Piggy aus der Muppet Show? So, die ersten 5 Höhenmeter haben wir geschafft. Sind wir nicht gut? Auf die nächsten 95. Ein kleiner Sprung für mich, ein großer Sprung für die Menschheit. Dummes Gelabert, dass es nur so raucht. Big Brother is watching me. Du wirst verfolgt. Jetzt kommt das große Interview. Oh Gott. So, zeigen Sie sich mal. Was haben Sie hier gemacht? Ich könnte jetzt sagen, das war mein Mann. Er hat mich mit in die Boulderhalle geschleppt. Das wäre die Wahrheit. Und die Wand hat halt mal kurz gewonnen.